Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Andreas Poltrak und ich bin Geschäftsstellenleiter der VEE Sachsen e.V. Wer hier reinschaut oder hier reinhört, ist genau richtig, wenn es um Fragen der Energiewende und des Klimaschutzes in Sachsen geht. Neben mir mein Kollege Jonathan Fasel, der Hallo. Auch gleich erzählen wird, was uns heute erwartet. Genau, wir haben einen bunten Strauß von Themen dabei, unter anderem über drei Themen, die ganz spannend sind. Zum einen so ein paar Updates zur sächsischen Wasserkraft, dann die Frage, wo bleibt das Maßnahmeprogramm zum EKP, zum Energie- und Klimaprogramm 2021, und wir haben einen Beitrag zum neuen geplanten Tempo bei der Energiewende im mitteldeutschen Stromnetz dabei. Genau, und außerdem drei Gäste, die uns heute sozusagen besuchen. Das ist einmal Maximilian Friedrich, Politikreferent beim Bundesverband Erneuerbare Energien, welcher sozusagen eine Bewertung des BEE zum Ergebnis des Koalitionsausschusses, welcher Ende März seine Ergebnisse veröffentlicht hat, berichten wird. Weiter bei uns Professor Dr. Dr. Felix Eckert, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, mit einem kurzen Beitrag zum Thema Braunkohleausstieg. Und letztlich außerdem bei uns zu Gast Sophia, die künstliche Intelligenz von ChatGPT. Und wer sich jetzt fragt, warum ChatGPT bei uns Sophia heißt, wir haben ChatGPT gefragt, wie es gern heißen möchte. Und die Antwort war, wenn ich zum Thema Klimawandel und erneuerbare Energien in Sachsen sprechen würde, würde ich den Namen Sophia wählen. Sophia klingt freundlich und zugänglich und hat zudem eine gewisse Klugheit und Weisheit, die gut zu den Themen Klimawandel und erneuerbare Energien passt. Und wir haben uns gedacht, dann sei es so, und das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Andreas, wir haben ein paar spannende Themen dabei. Zum anderen jetzt erstmal was zum Thema Update Klimawandel global mit Auswirkungen lokal oder regional bei uns. Die Klimazeitbombe tickt, ein Artikel vom 20. März aus der Tagesschau, ist im Endeffekt eine Zusammenfassung des aktuellen Berichts des Weltklimarats, und der verheißt nichts Gutes. Der Klimawandel schreitet immer schneller voran und die Folgen sind auch verheerender als bisher gedacht. Also, wir haben bereits jetzt rund 1,1 Grad Erderwärmung erreicht. Das ist deutlich mehr als befürchtet war. Und diese Erderwärmung von 1,5 Grad, die sozusagen als Kipppunkt oder als Ziel für viele ja gilt, so als höchstes Ziel, die wird wahrscheinlich aller Projektionen nach schon 2030 bis maximal 2035 erreicht werden. Also die meisten Projektionen gehen davon aus. Und wenn wir jetzt noch 1,5 bis absolut maximal 2 Grad als Begrenzung erreichen müssten in diesem Jahrzehnt die Treibhausgasemissionen in allen Sektoren drastisch reduziert werden. Ganz konkret heißt das, weltweit müssten bis 2030 die Emissionen in Sachen CO2 um 48% gegenüber 2019 sinken, also als wir schon angefangen hatten mit Klimamaßnahmen, um die Erderwärmung um 1,5 Grad zu begrenzen. Und bis 2035 müssten wir 65% gegenüber 2019 erreicht haben. Das ist schon erhebliche Anstrengungen. Und der IPCC sagt aber auch, die Entscheidungen, die wir jetzt in diesem Jahrzehnt, in den 20er Jahren treffen, werden Auswirkungen auf die nächsten Jahrtausende haben. So, das zum einen mal so als globalgalaktische aktuelle Lage und Stand der Wissenschaft. Und ganz konkret in der Lausitz hat es ja auch schon Auswirkungen. Dort herrscht seit
mittlerweile Jahren Wassermangel, wie auch schon in vielen anderen Regionen Deutschlands. Und in der Lausitz besonders stark deswegen, weil ja durch 100 Jahre Bergbau einfach und die vermehrten Dürreperioden jetzt einfach strukturellen Problemen entstanden ist. 7 Millionen Kubikmeter Wasser fehlen dort. Und die Region braucht mehr Wasser, vor allen Dingen für die Nachnutzung der Tagebauten, auch für die Versorgung. Da ist ja noch mit der Spree ja auch eine Ader, die nach Berlin führt, die wiederum dann für Berlin wichtig ist. Und jetzt gibt es Überlegungen in einer neuen Studie, einfach zu schauen, wie man zum einen andere Wasseradern anzapft, das heißt ganz konkret die Elbe, die Neiße, die Oder mit Kanälen rüberlegt irgendwie dort. Und zum anderen aber auch, um Wasser zu sparen, also in Reservoirs, in Wasserspeichern und auch Schwammeffekten von zum Beispiel Mooren zu nutzen, weil man einfach festgestellt hat, es reicht nicht mehr, die aktuelle Infrastruktur zu optimieren. Es geht es darum, wirklich die Infrastruktur umzubauen. Deswegen ist ein Grundwassermodell in Planung für die Region der Lausitz, die bis 2027 vorgelegt werden soll. So. Und das zeigt auch schon eigentlich die drastischen Kosten, die der Klimawandel mittlerweile auch hier in Sachsen und der Region verursacht. Ja, also man kann kurz zusammenfassen, wir haben nur noch ein schmales Zeitfenster, bevor sich das schließt. Gerade beim Thema Trockenheit, es gibt so diverse Risikokurven und es gibt einige Kurven, die exponentiell verlaufen. Und das Risiko, dass Menschen nicht ausreichend mit Trinkwasser versorgt werden, ist eine dieser Exponentialkurven. Das heißt, wenn wir mehr, also wenn der Klimawandel über 2 Grad global gesehen die Durchschnittstemperatur sich erhöht, dann geht die Kurve plötzlich steil nach oben. Allein das ist also ein Grund, dass wir deutlich unter diesen 2 Grad bleiben müssen, möglichst bei den 1,5 Grad Celsius. Und so sieht es halt nicht so aus, ne, im Moment. Und genau, und dass der Klimawandel nichts ist, was irgendwie in der Ferne ist, das zeigt halt der Wassermangel. Wir haben das, sehen das ja auch an den sächsischen Wäldern, also generell in Deutschland an den Wäldern, aber auch an den sächsischen Wäldern. Wir sind halt mittendrin. Genau. Richtig. Gehen wir weiter. Es gibt ein paar gute Nachrichten aus der EU-Ebene. Die Europäische Kommission, das Parlament und der Rat haben sich nach 2 Jahren intensiver Beratungen auf eine neue, also auf eine Neugestaltung der EU-erneuerbaren Richtlinie RED III, geeinigt. Und die bringt einiges mit sich. Zum einen wird das Ziel EU-weit für erneuerbare Energien von 32,5 auf 45% angehoben für 2030. Und die Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien zwischen 2020 und 2030 soll sich verdoppeln. Okay, gut. Soweit erstmal der Strombedarf. Es gibt noch weiter darüber hinaus Sektorziele bis 2030, dass eben nicht nur der Stromsektor betroffen ist, sondern auch eben Mobilität und Wärme und andere Dinge. Die Regelungen zur Beschleunigung des erneuerbaren Ausbaus, die ja schon jetzt in verschiedenen Formen auch schon angedacht waren und umgesetzt waren, aber eben zeitlich befristet, werden entfristet und dauerhaft fortgeschrieben. Es soll mehr grenzüberschreitende Projekte zwischen den Staaten geben, also zum Beispiel im Bereich Offshore müssen eben jetzt auch die Länder zusammenarbeiten im Meer und dort Windkraft ausbauen. Und gute Nachricht, denke ich auch, ist, dass weiterhin klar zwischen grünem Wasserstoff und Low-Carbon-Wasserstoff unterschieden werden wird. Das heißt, im Endeffekt da auch keine Mogelpackungen entstehen. Es gibt aber auch Kritik, und zwar vom Bundesverband Erneuerbare Energien, dass diese Ziele deutlich ambitionierter hätten ausfallen können, zumal zum Beispiel diese 45% als erneuerbaren Ziel für den Stromsektor ein bisschen weich gemacht worden sind. Und zwar über eine Regelung, wo man sagt, die letzten 2,5%, also die sagen von 42,5 bis 45%, ist so ein Band, in dem sich die Mitgliedstaaten bewegen können. Und das ist freiwillig. Das ist eben nicht gerade hilfreich, da ein bisschen einen Zug drin zu haben. Und diese Sektorziele sind zwar lobenswert und gut, aber sie müssen immer wieder an die Realität angepasst werden. Das ist ganz wichtig. Eben der eben besagte IPCC-Bericht sollte eben als regelmäßiger Check abgelten, um zu gucken, ob die Sektoren da auch wirklich der Realität entsprechend handeln. Und damit keine falschen Weichenstellungen passieren oder auf Brückentechnologien gesetzt wird, die eben hier schädlich wären. Ne? Genau. Soweit erstmal aus dem Bereich EU und Ausbau. Genau. Und dann gehen wir mal weiter sozusagen auf die Bundesebene. Ende März tagte der Koalitionsausschuss der Regierung zu
hat verschiedene Beschlüsse zum Klimaschutz und der Planungsbeschleunigung gefasst. Und es gab doch teilweise erhebliche Kritik an den Beschlüssen, die da gefasst wurden. So titelt beispielsweise die FAZ in einer Meldung vom 29.03.2023, die Koalition versündigt sich an allen künftigen Generationen. Also mit Kritik nicht gespart an der Stelle. Neben dieser Meldung verlinken wir auch nochmal den Text zum Beschluss. Also wer das nachlesen mag, findet das in unserer Beschreibung. Und uns interessiert natürlich auch, was der BEE dazu sagt, also der Bundesverband Erneuerbare Energien. Da einmal die Pressemitteilung dazu, die wir hier verlinken. Aber wir haben Maximilian Friedrich, Politikreferent beim BEE, zu uns eingeladen, der uns die Ergebnisse nochmal kurz vorstellt und auch sozusagen aus BEE-Perspektive bewertet. Und da schauen wir jetzt mal rein. Und uns interessiert natürlich, und insoweit freue ich mich, dass du da bist, uns interessiert natürlich, wie schätzt der BEE quasi die Ergebnisse ein? In dem Sinne, Maximilian Friedrich vom BEE, ich überlasse dir jetzt gern das Wort und hole auch deine Folien, die du vorbereitet hast, zu uns ins Studio. Und dann kann es auch schon losgehen. Super, ja, vielen Dank, Andreas. Ich freue mich, hier zu sein und etwas über die bundespolitische Bühne zu erzählen. Da war ja doch sehr viel Musik im Spiel und es ist einiges geschehen. Tatsächlich waren es ja veritable Verhandlungsmarathon, den wir gesehen haben, übers Wochenende bis einschließlich Dienstag, bis dann weißer Rauch aufstieg über den Koalitionsausschuss und die Ampelkoalitionäre ein gemeinsames Papier präsentierten, das ist überschrieben mit dem Titel Modernisierungspakt für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung. Also das ist die Zielvorgabe und so viel vorab. Es enthält wichtige und gute Neuerungen im Bereich erneuerbare Energien. Vor allem für die Windenergie ist einiges Interessantes mit dabei. Dort sehen wir, ja, werden womöglich neue Weichen gestellt. Aber klar ist auch, dass es nur der Anfang ist und dass die gesetzgeberische Umsetzung das ist, worauf es dann ankommt in den nächsten Schritten. Man hat schon auch in der Ampel schon einige Papiere gesehen, die sich Wichtiges vorgenommen haben, also so wie auch der letzte Koalitionsausschuss zum Gebäudeenergiegesetz im März im angesichts der Russland, des Angriffs der von Russland an die Ukraine. Und dort hat man auch gesehen, dass es immer wieder passiert, dass die Ampel dann sich dann doch zerstreitet und in der genauen Ausarbeitung. Von daher kommt es jetzt auf die Umsetzung an. Und ich will gar nicht so viel der Vorrede vorwegnehmen, sondern gehe auf die einzelnen Kapitel ein, die für uns, die erneuerbaren Energien, interessant sind. Als erstes wird auch in der medialen Wahrnehmung vor allem das Klimaschutzgesetz viel besprochen. Dort wird vereinbart, in dem Papier steht festgeschrieben, dass jetzt die Sektorziele nunmehr aggregiert betrachtet werden. Das haben viele Umweltverbände und andere Stimmen eben als Abschwächung des Klimaschutzgesetzes gesehen. Man kann es aber auch so betrachten, dass mehr Handlungsdruck auf den Stromsektor dadurch entsteht, da der Stromsektor der ist, der am leichtesten in Anführungsstrichen, weil so leicht ist es nun auch wieder nicht, dekarbonisieren kann und auf Null Emissionen umstellen kann. Wir haben ja auch hier schon sehr ambitionierte Ziele durch das Osterpaket vereinbart. Also das war vielleicht für viele ein kleiner Wermutstropfen. Der BEE sieht es nicht ganz so kritisch, aber ja, die Wärmewende und die Verkehrswende muss natürlich trotzdem kommen und Sektorziele sind eben nun nicht mehr Teil des Maschinenraums oder nicht mehr in der Form, wie sie mal waren. Der nächste wichtigste Baustein in dem Papier oder in den Ergebnissen der Verhandlungen sind tatsächlich die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungen. Das war auch die Erwartungshaltung vorab, dass hier wirklich der Knoten durchschlagen wird und man zu guten Ergebnissen kommt. Und gute Ergebnisse lassen sich sehen, und zwar vor allem im Bereich Wind.
Wir haben hier einige interessante Ergebnisse und ich will die kurz auch vorstellen. Es geht einmal vor allem um die kurzfristige Bereitstellung von Flächen in Kommunen, aber auch in Ländern. Hier sind einige Unterkapitel festgehalten zu der Außenbereichsprivilegierung in besonders geeignete Flächen zum Beispiel. Es wird auch gesprochen von der direkten Belieferung von Unternehmen und vom Gewerbe. Das ist auch ein sehr wichtiger Baustein, denn der günstige Grünstrom muss auch bei der Industrie und bei dem Gewerbe ankommen, damit die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt wird und auch damit es einen Anreiz gibt, eben für Kommunen und auf der Länderebene mehr auszubauen. Das ist ja ein wichtiger Hebel für den Ausbau. Also die Flächenpotenziale sollen mehr gehoben werden. Es werden weitere Erleichterungen gesprochen. Und ich denke, dieser ganze Paragraph oder all das atmet sozusagen den Geist der Umsetzung auf Länderebene. Hier versucht der Gesetzgeber, so würde ich es interpretieren, nochmal nachzuhelfen und nochmal mehr Werkzeuge an die Hand zu geben auf Länderebene. Also auch gerade vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. Und ich denke, davon werden wir auch in Zukunft noch mehr sehen. Ich denke da zum Beispiel auch an Handlungsleitfäden in Bezug auf Windenergie, die auch, denke ich, von der Bundesebene zu erwarten sind. Genau, also dort werden gute Fortschritte erzielt. Auch der erneuerbaren Ausbau an Autobahnen und Bahnradstreifen wird angegangen hier oder wird zumindest erwähnt. Das ist auch interessant. Tatsächlich aus PV-Sicht ist es so, dass hier auch schon Erleichterungen bestehen. Also so viel Neues ist es nicht, zumindest beim Neubau. Und ja, auch aus Windenergie-Sicht ist es sozusagen zu begrüßen, dass diese Regelung Eingang gefunden hat. Aber wie viele Potenziale dort tatsächlich zu heben sind, das bleibt eben abzuwarten. Also vielleicht nicht der größte Gamechanger, aber sicher dennoch positiv. Tatsächlich ein Gamechanger wäre das Bundesemissionsschutzgesetz, das BIMSchG, das schon seit 9 Monaten der Windbranche versprochen wurde und nicht natürlich der Windbranche nur, sondern auch allen anderen. Denn auch die Bioenergie hat Stakes drin, auch die Wasserkraft. Gucken wir gespannt auf dieses Gesetz. Und dort wird erwähnt, dass eben Erleichterungen und feste Genehmigungsfristen und vereinfachte Prüfverfahren für Windindustrie und Elektrolyseure getroffen werden sollen. Also auch das geht in die richtige Richtung. Wir als Erneuerbare würden natürlich da noch auch weitere Punkte aufgenommen sehen gerne. Zuletzt, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, ist auch hier nochmal ein Appell sozusagen für einen Länderpakt festgeschrieben und das unterstützt der BEE natürlich. Da muss noch mehr passieren. Also das Ganze geht schon in eine richtige Richtung und der Fokus richtet sich immer mehr auf die Länderarbeit, kann man so sagen. Ja, also wenn wir von den Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungen sprechen, dann sprechen wir auch oftmals vom Naturschutz und vom Artenschutz. Und auch hier hat das Papier, die Ergebnisse der Verhandlungen, haben eine interessante Neuerung. Die sollte man sich durchaus zu Gemüte führen. Und zwar wird von einem Paradigmenwechsel gesprochen im Naturschutz. Man möchte weg von dem Mechanismus, dass Ausgleichsflächen geschaffen werden für Flächen, die genutzt werden zum Ausbau der Erneuerbaren zum Beispiel, hin zu einem finanziellen Mechanismus, also dass man Ausgleichszahlungen vornehmen kann. Das ist natürlich ein tatsächlicher Paradigmenwechsel, wenn er denn so kommt. Es gibt hier in dem Paragraph zum Artenschutz leider auch nicht die konkreten Zusagen, die man sich gewünscht hätte. Aber es ist doch eine interessante Neuerung und der Gesetzgeber muss
die einfach noch weiter ausarbeiten. Und es kommt jetzt dann auf die Details an. Denn der Teufel beim Artenschutz, der steckt im Detail, wie viele von unseren Mitgliedern und vielleicht auch der Zuhörer und Zuhörerinnen schon ja auch wissen. Ja, wenn wir jetzt von der Planungsbeschleunigung etwas weggehen, dann kommen wir vielleicht auf den letzten wichtigen, großen, für die Erneuerbaren oder für unsere Branche großen Baustein, und zwar das Gebäudeenergiegesetz. Zuvor, also vorab des Koalitionsausschusses, gab es ja sehr große Kontroverse zu dem angeblichen Öl- und Gasheizverbot, das so natürlich gar nicht stimmte, wie medial oft berichtet wurde. Aber es stand ja zu befürchten, dass das Gebäudeenergiegesetz, das den Einbau der erneuerbaren Energien mit 65% ab 2024 regeln soll, so auch der Koalitions, also der Koalitionsvertrag, dass das abgeschwächt werden könnte. Und deswegen war es dann erstmal positiv, dass die Bundesregierung nicht hinter die Ambitionen zurückgefallen ist. Also es gilt nach wie vor, ab 2024 steht zu erwarten, dass das Gebäudeenergiegesetz gilt, dass 65% Erneuerbare genutzt werden müssen beim neuen Einbau von Heizungen. Die Frage ist dann, welche Form werden wir von erneuerbaren Energien, wenn wir nutzen können? Und wie sind die Erfüllungsoptionen, so nennt man das, in diesem Gesetz ausgestaltet? Das Papier hat sich dann nochmal für einen technologieoffenen Ansatz ausgesprochen, was begrüßenswert ist aus unserer Sicht, wenn es heißt, mehr erneuerbare Potenziale nutzen. Denn es gibt natürlich auch Pellet, Biogas, Biomasseoptionen, die leider in dem vorher geleakten Entwurf nicht ausreichend genutzt wurden. Negativ wäre es, wenn es hieße, dass vor allem fossile Optionen H2-ready genutzt werden soll und kann. Da haben wir jetzt heute Morgen, am Montagmorgen hat uns die Nachricht erreicht, dass der Gebäudeenergiegesetz-Referentenentwurf tatsächlich angekommen ist. Und es sieht so aus, als ob der Entwurf aufgeweicht worden wäre. Also H2-Ready zum Beispiel wird zugelassen, jedoch mit strengeren Vorgaben. Das müssen wir jetzt prüfen. Definitiv sehen wir das kritisch, aber es gilt jetzt zu prüfen, welche Vorgaben wie eingehalten werden können und wie streng sie dann sind in der Praxis. Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben gesehen, dass das Papier, der Modernisierungspakt, einige gute Fortschritte erreicht hat für die Erneuerbaren in puncto Planungsbeschleunigung und Genehmigungsbeschleunigung. Darüber freuen wir uns und das ist positiv zu bewerten, auch wenn kleine Wermutstropfen dabei sind. Jetzt geht es vor allem um die gesetzgeberische Ausarbeitung. Da steckt der Teufel wirklich im Detail. Dort haben sich auch schon in der Vergangenheit die Ressorts öfters überworfen und kam nicht zu einem geeinten Konsens. Und deswegen wünschen wir uns von der Bundesregierung und werden darauf hinarbeiten, dass die gesetzarbeiterische Ausarbeitung jetzt vor dem Sommer kommen kann. Dann ist erstmal Sommerpause und nächstes Jahr gibt es Landtagswahlen und dann ist auch später schon die Bundestagswahl. Also alles, was jetzt gemacht werden kann, muss jetzt gemacht werden und zwar zügig. Und diese Ideen, die wirklich positiv sind, müssen umgegossen werden in konkrete Gesetze. So viel vielleicht zur Einschätzung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Ja, noch ein Thema, das ganz groß in den Medien war, ist natürlich das Thema Gebäudeenergiegesetz. Und da gab es ja einige Diskussionen auch in den Medien. Rundherum nochmal kurz die Fakten. Also ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Aber es gibt Ausnahmen, Übergangsfristen und Förderungen. Ne? Zum Beispiel gehen alte Heizungen nach 24 kaputt, gibt es Übergangsfristen für die Reparatur.
Diese 65%-Regel für den Einbau neuer Heizungen gilt vor allen Dingen nicht für Hausbesitzer, die über 80 Jahre alt sind. Das ist im Endeffekt vulnerable Gruppen werden ausgeschlossen von den harten Regelungen. Und es gibt umfassende Förderprogramme beim Einbau von Wärmepumpen, jetzt schon 40%. Und es gibt in dem Plan weitere, gerade bei ärmeren Menschen eben mit Hilfsprogrammen zu helfen, um eben die Gebäudesanierung voranzubringen. Nun ja, wir haben aber noch ein bisschen Fachwissen reinzubringen, Andreas. Genau. Und haben ja unsere KI befragt. Genau, also im Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz wird ja der Einbau von A2-Ready-Heizung als Erfüllungsoption angesehen. Und in dem Zusammenhang wird dann grüner und blauer Wasserstoff zugelassen. Und wir haben einfach mal ChatGPT gefragt, was hat es denn eigentlich mit diesem blauen Wasserstoff auf sich? Und ist dieser überhaupt klimaneutral? Und als Sophia, wir hatten ja ganz am Anfang berichtet, dass wir ChatGPT gefragt haben, wenn es uns was zum Thema Klimawandel und erneuerbare Energien erzählt, was denn ein passender Name wäre, weil wir wollten auch einen Namen vergeben. Und als Sophia hier die Antwort zum blauen Wasserstoff. Wasserstoff wird in verschiedene Farben eingeteilt. Wobei damit nicht die Farbe des Gases, sondern die Art und Weise der Herstellung gemeint ist. Die verschiedenen Technologien der Herstellung unterscheiden sich in ihrer Klimabilanz. Grauer Wasserstoff entsteht durch Dampfreformierung fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Erdöl. Dabei werden CO2-Emissionen freigesetzt, was ihn klimaschädlich macht. Blauer Wasserstoff wird wie grauer Wasserstoff aus Erdgas hergestellt, wobei das bei der Produktion entstehende CO2 durch Verpressung abgeschieden und gelagert wird. Auch genannt Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Trotz der CO2-Abscheidung bei der Produktion von blauem Wasserstoff gibt es Bedenken hinsichtlich seiner Klimabilanz, da die CCS-Technologie nicht immer vollständig ist und somit CO2-Emissionen entstehen können. Außerdem kommt es bei der Förderung, Verarbeitung und dem Transport von Erdgas, das für die Herstellung von blauem Wasserstoff verwendet wird, zu CO2-Emissionen. Grüner Wasserstoff hingegen wird durch Elektrolyse von Wasser unter Verwendung von erneuerbaren Energien hergestellt und gilt als klimaneutral. Wenn wir die Arten des Wasserstoffes der Klimaschädlichkeit von Kohle mit einem Wert von 10 gegenüberstellen, so kann als grobe Richtlinie gelten. Grauer Wasserstoff hat einen Wert von 8. Er ist klimaschädlich aufgrund der CO2-Emissionen bei Förderung, Verarbeitung und Transport von Erdgas und bei der Herstellung des Wasserstoffs. Bei blauem Wasserstoff reduziert sich die Klimaschädlichkeit aufgrund des Abscheidens und Verbringen des CO2 auf einen Wert von 4. Nur bei grünem Wasserstoff kann der Wert 1 vergeben werden, da hier das Gas mithilfe von erneuerbaren Energien hergestellt wird. Wir halten fest: Blauer Wasserstoff ist im Vergleich zu grünem Wasserstoff nicht klimaneutral. Ja. Vom blauen Wasserstoff zur blauen Energie der Wasserkraft, ich nenne sie jetzt mal blaue Energie, Wasserblau, klar, einfaches Wortspiel oder Assoziationsspiel, wie auch immer. Wir widmen uns der Wasserkraft. Es hat sich ja herumgesprochen, dass in § 2 EEG nunmehr die Formulierung sinngemäß lautet, Errichtung und Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien sowie der zugehörigen Nebenanlagen liegt im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Und das gilt auch für die Wasserkraft. Und der Wasserkraftverband Mitteldeutschland hat dazu ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wurde im Rahmen einer Pressekonferenz am 14. März vorgestellt. Die Pressekonferenz kann auf dem YouTube-Kanal des Wasserkraftverbandes nachgeschaut werden. Es waren neben Rechtsanwalt Christian Falke, der federführend das Rechtsgutachten erstellt hat, Hans-Josef Fell anwesend. Hans-Josef Fell ist einer der Mitbegründer des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und Martin Richter vom Wasserkraftverband Mitteldeutschland, Präsident in seiner Position. Also wer mag, kann die Pressekonferenz in voller Länge danach schauen. Das Gutachten und die Pressekonferenz verlinken wir auch nochmal in unserer Beschreibung. Und in Folge, das ist das, was wir hier jetzt quasi nochmal aufbereitet haben. Es gab in vielen Medien Meldungen dazu, die das aufgegriffen haben. Hier drei exemplarisch. So zum Beispiel die Sächsische Zeitung in einer Meldung vom 14.3. mit dem Titel Energiewende, neue Turbinen in sächsischen Flüssen geplant.
so die Überschrift und zwei Tage später eine ähnliche Meldung, die allerdings eher dem Ganzen widerspricht. Da heißt es in der Sächsischen Zeitung, Wasserräder und Turbinen können Strom erzeugen. Anders als der Wasserkraftverband sieht Sachsens Energieminister aber für Sachsen wenig Potenzial. Und letztlich dann eine Meldung, die wir rausgegriffen haben, jetzt von Anfang April mit dem Titel Sachsen, Energiewende Sachsen, Betreiber von Wassermühlen wittern Morgenluft. Da ist es etwas differenzierter in dem Beitrag. Dort heißt es dann unter anderem mit Bezug auf Minister Wolfram Günther, allerdings seien ungenutzte sogenannte Querverbauungen vorhanden, an denen eine Wiedernutzbarmachung für die Wasserkraft sinnvoll erscheint. Dies müsse im Einzelfall geprüft werden. Und das ist, um das ein bisschen vorwegzunehmen, was man dann im Detail auch nochmal nachhören oder nachschauen kann, das ist ja genau das, worum es dem Wasserkraftverband geht, also vorhandene Querbauwerke zu nutzen, die nutzbar sind, das halt vorher zu prüfen, möglichst auch vor Abriss zu prüfen, weil ja gerade sehr viel Querbauwerk auch abgerissen werden, dass man also möglichst vor Abriss prüft, ob da entsprechendes Potenzial für die Wasserkraft vorhanden ist. Und der Wasserkraftverband Mitteldeutschland schätzt ein, dass in Sachsen ein Potenzial vorhanden ist, etwa 50% des Bestehenden. Also auf das, was bereits da ist, nochmal 50% obendrauf. Und wir verweisen oder ich verweise an der Stelle einfach nochmal auf die grüne Ausbaustudie, die die VE aus dem Jahre oder im Jahre 2008 erstellt hat, also schon etwas älter, aber welche sich seinerzeit doch auch mit dem Potenzial der Wasserkraft beschäftigt hat und entsprechende Potenziale auch festgemacht hat. Und wir verlinken das einfach nochmal, wer das vertiefen mag. Also Wasserkraft, ein Thema, was gerade in den Wintermonaten einen guten Beitrag in den sonnenschwachen Tagen oder Wochen gar liefert. Insoweit da eine prima Ergänzung, wie es auch in der Pressekonferenz nochmal herausgearbeitet wurde. Zuzüglich anderer Themen, die jetzt nicht unbedingt mit Energieerzeugung zu tun haben. Es geht um die Wasservorhaltung in der Landschaft, ne, mit steigender Trockenheit und sinkenden Grundwasserspiegeln ist der Wasserkraftverband der Ansicht, dass sozusagen das Vorhalten von Wasser sozusagen durch das Anstauen sich positiv auf den Grundwasserspiegel auswirkt und. Da gibt es also viele Effekte, die da besprochen werden und die man im Detail vielleicht auch noch weiter untersuchen sollte. Soweit zur Wasserkraft. Genau, kommen wir zu den Stromnetzen. Ein Slide weiter, genau, wunderbar, weil Energiewende geht ja nicht ohne den Ausbau der Stromtransportnetze und da ist NVRM mit der Mitnetz eben in Sachsen und in Mitteldeutschland ganz führend. Die NVRM und die Mitnetz sind im Endeffekt Mittelstromnetzbetreiber, sind relevant für die Einspeisung größerer Anlagen und sind eben deswegen auch ein Stück weit so eine Art Rückgrat der Energiewende hier in der Region. Sie decken, ganz kurz zum Wissen, die Bezirke Leipzig und Chemnitz in Sachsen sowie den Süden von Brandenburg und von Sachsen-Anhalt ab. Also nicht komplett jetzt irgendwie alle drei, vier Bundesländer, sondern einfach nur ein Teil davon jeweils. Und das sind sehr unterschiedliche Netzbereiche. Und für jetzt die nächsten 8 Jahre hat die Mitnetz einen Plan verkündet. Und zwar wollen sie insgesamt das Netz schaffen, das 900 neue Windkraftanlagen aufnehmen kann, also 8 Windräder pro Monat. 133.000 Photovoltaikanlagen, das ist auch mit den vielen, die schon da sind, auch wirklich sehr, sehr kohärent. Und sie wollen 1.500 Kilometer Freileitungen bauen bis 2030. Das heißt ungefähr 16 Kilometer neue Freileitungen pro Monat. Das ist schon ganz erheblich. Die sagen eben schon voraus, dass ab Ende nächsten Jahres aufgrund der jetzt Rahmenbedingungen deutlich mehr Strom aus Sonne kommen wird und der Zubau der Photovoltaikanlagen eben rasant steigt im Moment. Im letzten Jahr ist er um gut 18% auf 75.500 gestiegen und ein Teil sind auch die kleinen Balkonsolaranlagen. 2.000 neue Kunden haben sich da auch angemeldet. Es gibt noch eine Dunkelziffer, die darüber hinausgeht. Ich bin auch uns dabei, die Paneele stehen draußen und werden am Freitagmorgen montiert. Genau, und sie sagen eben, also in bestimmten Bereichen ihres Netzes ist die Mitnetz jetzt schon der Energiewende verglichen mit anderen Bereichen Deutschlands
10 Jahre voraus, weil sie eben schon so viel Grünstrom in bestimmten Bereichen haben. Der Windstrom in Südbrandenburg zum Beispiel oder eben der Photovoltaik-Anteil, dass sie eben schon 10 Jahre voraus seien, verglichen mit dem Süden oder Westen Deutschlands. An 285 Tagen pro Jahr exportiert die Mitnetz quasi grünen Strom in andere angrenzende Netzbereiche. Bisschen schade ist, für den Bereich Sachsen, also Chemnitz, Leipzig, gilt das explizit nicht. Ja. Ja, also zeigt auch, welchen quasi, wo man halt die, ich sag jetzt mal ein bisschen platt, wo man halt die letzten 16 Jahre gepennt hat. Ne? Also das ist nichts, was jetzt eigentlich plötzlich kommt, ne? Sondern es ist einfach die letzten Jahre viel zu wenig passiert. Der Ausbau sozusagen sowohl der Netze als auch natürlich der eigentlichen Anlagen, das ist das Problem. Deswegen müssen wir jetzt so rennen. Wir gehen mal weiter, weil wir gerade beim Blockieren sind, kann man schon fast sagen. Hier ein Gastbeitrag in der Leipziger Zeitung vom 25. März 2023, also diesen Jahres, vom Pfarrer Christian Wolf, den er da veröffentlicht oder der da veröffentlicht wurde von ihm. Und das ist eine Reaktion auf den Auftritt unseres Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bei Maybrit Illner in der Sendung, die es da neulich gab. Und der hat sich, unser Ministerpräsident, ja so sinngemäß geäußert zur grünen Politik. Das ist keine Klimapolitik, das ist eine O-Ton-Verarschung der jungen Generation. Denn das, was wirklich wichtig ist, der Klimaschutz. Und er sprach dann halt weiter von Planwirtschaft und Deindustrialisierung Deutschlands, also so Schlagwörter, also gerade dieses Schlagwort Deindustrialisierung Deutschlands ist doch etwas, was man in der Auseinandersetzung immer wieder einem begegnet in letzter Zeit. Und Pfarrer Christian Wolf hat sich halt in dem Beitrag da doch sehr umfangreich mit diesen Behauptungen unseres Ministerpräsidenten auseinandergesetzt. Und wir denken durchaus auch mit gewichtigen Argumenten. Soweit einfach mal nachlesen. Warum wir das aufgreifen, ist halt dieses von mir gerade erwähnte oder aufgegriffene Schlagwort Deindustrialisierung Deutschlands. Ne? Also es wird da von der Deindustrialisierung Deutschlands gesprochen. Und das kommt ja in der öffentlichen Debatte halt, wie gesagt, immer mal wieder vor. Und ich bin der Meinung, in der Psychologie würde man jetzt wahrscheinlich von Projektion sprechen, denn für eine drohende Deindustrialisierung sind in unseren Augen genau jene verantwortlich, welche den Ausbau der Erneuerbaren blockiert haben und dies auch weiter tun. Und das Beispiel, und da gehen wir gleich mal zur nächsten Meldung über, an der sich sozusagen das gut festmachen lässt. Sachsens Autoindustrie wird klimaneutral. Hier eine Meldung vom 29.03.2023. Wo der Geschäftsführer Böhme des Autozulieferers Magna, der hat Standort in Leipzig und Meerane, erklärt, gut 70% der aktuell benötigten Energie von rund 16 Millionen Kilowattstunden im Jahr bezieht Magna schon heute aus erneuerbaren Energien. Der Anteil solle künftig auf 100% steigen. Wir wollen möglichst ohne einen Freikauf durch CO2-Zertifikate auskommen. Und man sieht halt, dass es für die Standorte, die wir hier haben, wichtig ist, dass der Industrie grüner Strom ausreichend zur Verfügung gestellt wird. Und neben den hier erwähnten Standorten gibt es ja noch viele andere Standorte in Sachsen, die sozusagen, wo Industrie sich bündelt, wo es grünen Strom braucht. Man denke da nur an den meisten Industriebogen mit teils sehr energieintensiven Industrie. All diese Industrie hat ein Problem, wenn sozusagen nicht ausreichend Erneuerbare zur Verfügung stehen. Und das ist der eigentliche Fall in unseren Augen, wo dann vom Risiko der Dekarbonisierung oder der Deindustrialisierung zu sprechen ist. Genau. Zur Dekarbonisierung kommen wir jetzt, ein Stück weit zumindest. Genau, da kommen wir jetzt. Genau, Beitrag kommt im MDR vom 2. April. Kraftwerk Lippendorf schon 2028 raus aus der Kohle? Lippendorf hatten wir schon in einem der früheren Sachsen-Updates genannt, weil es ein großes Braunkohlekraftwerk ist, das bei Leipzig liegt und tatsächlich auch während der Januartage schon einige Tage offline war oder nicht in Betrieb war, weil einfach kein Bedarf für die Braunkohle war. Hintergrund ist folgender, die Rahmenbedingungen für Kohle haben sich einfach rapide verschlechtert. Es ist einfach teuer geworden, Kohle zu verfeuern. Der geplante Kohleausstieg macht das nicht einfacher. Und EnBW als Betreiber hat jetzt sozusagen noch nicht verkündet, aber zumindest angedacht, und so hat es irgendwie auch in die Presse gefunden, das Kraftwerk eben bis 2028 stillzulegen. Aber
Es gibt Pläne, diese Infrastruktur dort vor Ort zu nutzen. Im Endeffekt ist es ja so, es liegt ja direkt an einem Tagebau dran und die Betreiber des Tagebaus sind da relativ gelassen. Sie wollen nämlich eine Nachnutzung haben. Sie wollen ein Gaskraftwerk dort bauen. Es gibt schon erste Pläne und erste Anträge. Anstelle des aktuellen Blocks dort eben ein Gaskraftwerk hinzusetzen, das effizienter ist und das dann perspektivisch auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Also hier sieht man im Endeffekt, da passiert die Dekarbonisierung im ganz großen Stil, weg von der Braunkohle über das Erdgas hin zu dann Wasserstoff. Passend dazu haben wir jetzt noch einen Gast eingeladen, wohl bekannt, Professor Dr. Dr. Felix Eckhardt, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Und wir haben mit ihm kurz darüber gesprochen. Und hören wir noch mal rein, was er zu sagen hat. Da hören wir mal rein, genau. Ja, bei uns im virtuellen Studio darf ich ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Felix Eckhardt, Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Und du hast uns heute ein paar Erörterungen zum Thema Braunkohleausstieg mitgebracht. Und da sind wir doch mal ganz gespannt. Ich bin ja nicht nur Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin, sondern auch Vorsitzender des BUND Sachsen. Und sowohl in meiner wissenschaftlichen Funktion als auch in meiner Verbandsfunktion ist es mir sehr wichtig, dass wir die völkerrechtlich verbindliche aus dem Paris-Abkommen, dessen Artikel 2 kommende Temperaturgrenze von 1,5 Grad einhalten. Die ist nur einzuhalten mit null fossilen Brennstoffen bei Strom, Wärme, Mobilität, Zement, Kunststoffen, in der Landwirtschaft, einfach überall. Der Stromsektor ist am leichtesten zu dekarbonisieren und konkret in Sachsen spielt natürlich die Kohle, konkret die Braunkohle, eine sehr wesentliche Rolle. Wenn wir jetzt überlegen, welches Budget haben wir noch für 1,5 Grad, wenn wir das mit 83% Wahrscheinlichkeit einhalten wollen, in der letzten Rechnung des IPCC von Anfang 2020, dann hätten wir für Deutschland ab dem 01.01.2020 gerechnet noch 3 Gigatonnen CO2 übrig, die sind im Grunde jetzt schon verbraucht. Ja, wir müssen also im Grunde jetzt für eine hohe 1,5 Grad Einhaltungswahrscheinlichkeit bei Null Emissionen sein. Wir haben nicht Zeit bis 2045 oder 2050, wie es die deutsche und europäische Politik sich bisher vornimmt, die entsprechenden Regelungen im deutschen Klimaschutzgesetz oder auch in den EU-Regularien sind schlicht und ergreifend völkerrechtswidrig und nebenbei bemerkt auch klimaverfassungswidrig. Sie sind nicht vereinbar mit den Vorgaben, die wir beim Bundesverfassungsgericht erkämpft haben in dem großen Klimabeschluss, den ich konkret 20 Jahre vorbereitet habe, wissenschaftlich und dann auch anwaltlich mit vertreten habe. Und wenn wir jetzt auf Sachsen gucken, dann ist es also im Grunde so, wir müssen jetzt eigentlich schon raus sein aus allen fossilen Brennstoffen, ganz besonders aber natürlich jetzt aus der Braunkohle, also im Bereich des Stromsektors müssen wir postfossil werden, so schnell es nur geht, weil eben das der am leichtesten zu dekarbonisierende Sektor ist. Viel schwieriger ist es bei Wärme, Kunststoffen, Zement und so weiter. Und deshalb ist jetzt so ganz konkret praktisch es unheimlich wichtig, dass eben die sächsischen Tagebaue nicht etwa noch durch Aufschlüsse erweitert werden, sondern geschlossen werden schleunigst. Und es ist ganz wichtig, dass die Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen. In diese Richtung wirkt ja auch der neue EU-Emissionshandel. Der reicht auch nicht aus für das Budget oder eigentlich nicht mehr vorhandene Budget, was wir noch haben. Aber er zieht schon an und im Grunde werden die Braunkohlekraftwerke wahrscheinlich auch in wenigen Jahren schlicht unwirtschaftlich sein. Wir vom BUND Sachsen meinen deswegen gar nicht unbedingt, dass man jetzt den Kraftwerkseigentümern dann noch Subventionen zahlen sollte, dass sie früher vom Netz gehen. Man wird auf andere Weise ihnen auch klar machen können, dass bald Schluss sein muss mit der Braunkohle. Und die politische Frage ist im Kern dann, müssen wir das, was dann an Braunkohlestrom wegfällt, einfach auffangen durch einen noch weiter beschleunigten, auch gegenüber den aktuellen EU- und Bundesplänen, noch weiter beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, einschließlich der Frage, inwieweit das von den technischen Rahmenbedingungen überhaupt geht, Stichwort Handwerkerkapazitäten und Ähnliches. Müssen wir das also dadurch nur auffangen und durch sehr viel mehr Energiesparen und Energieeffizienz? Oder brauchen wir zum Beispiel übergangsweise auch mehr neue Gaskraftwerke? Wir sind da vom BUND durchaus vorsichtig. Ich bin da auch als Wissenschaftler vorsichtig. Wenn wir eigentlich kein Budget mehr haben, können wir nicht auf einen anderen fossilen Brennstoff jetzt wirklich guten Gewissens noch setzen, der zwar also vordergründig immer die bessere Klimabilanz als die Braunkohle hat, ob das unter Einbeziehung der Gewinnung und realistischer Daten zur Gasgewinnung wirklich stimmt, ist ein weites Feld. Im Kern geht es also darum, wir müssen
sehr, sehr viel schneller sein mit der Postfossilität. Und gerade in Sachsen ist es deswegen besonders naheliegend, ganz, ganz schnell aus der Braunkohle rauszugehen. Es geht auf gar keinen Fall, wie Ministerpräsident Kretschmer sich das vorstellt, dass wir bis 2038 uns da Zeit lassen oder vielleicht sogar noch länger. Und das geht auch nicht, dass wir in der Summe mit der Postfossilität uns in Deutschland und Europa bis 2045 oder 50 Zeit lassen. Ja, Felix Eckert, danke für diese klaren Worte zum Thema Kohleausstieg. Wir werden das Ganze nochmal vertiefen. Wir sehen uns spätestens Ende April nochmal wieder zum sächsischen Klimagespräch. Danke, dass du heute bei uns warst. Ja, Professor Dr. Dr. Felix Eckert zum Thema Kohleausstieg. Und wer das Ganze noch weiter vertiefen möchte, hier bereits der Hinweis auf unser nächstes sächsisches Klimagespräch. Das wird am 27. April, 14 Uhr stattfinden. Mit dabei, wie erwähnt, Professor Dr. Dr. Felix Eckert. Außerdem zu Gast Staatssekretär Dr. Gerd Lippold vom Sächsischen Energieministerium. Und wer es noch nicht getan hat, wäre das jetzt der Moment, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen oder unseren Newsletter zu beauftragen quasi. Ja, wir machen weiter. Und das ist mein Part an der Stelle wieder. Es geht um den Landrat Thomas Hennig. Wir hatten in unserem letzten Sachsen-Update uns schon damit auseinandergesetzt. Hier eine neue Meldung aus der Freien Presse vom 20.03. mit dem Titel Empörung über Vogtland-Landrat wegen Windrad-Ankündigung, Doppelpunkt, schadet wissentlich der Bevölkerung. Hier wird der Jurist Maslaton, Professor für das Recht der erneuerbaren Energien und Umweltrecht an der TU Chemnitz, zitiert. Und der sagt, jeder Bürger und jede Firma in Deutschland müsse sich darauf verlassen können, dass sich Verwaltungen an Rechtsvorschriften orientieren und nicht politisch beeinflussen lassen. Also völlig richtig. Weiter heißt es, Landrat Hennig schadet wissentlich der Bevölkerung. Leidtragende sind dann besonders die vielen produzierenden Unternehmen im Vogtlandkreis. Ich erinnere an der Stelle an die Ausführungen zur Deindustrialisierung, die ich gerade getätigt haben. Und wenn man den Artikel zu Ende liest, dann findet man am Ende noch ein Statement vom Landrat Hennig wieder, was in meinen Augen die Sache aber nicht wirklich besser macht, denn er stellt sozusagen zur Rechtfertigung darauf ab, dass ja doch die Selbstverwaltung der Kommunen ein hohes Gut ist, wo ich mir dann aber die Frage stelle, aber welches Selbstverständnis an Selbstverwaltung gibt es denn hier eigentlich? Denn auch die Selbstverwaltung darf nicht dazu führen, dass Verwaltungsprozesse absichtlich blockiert werden. Ich glaube, die Sache wird noch eine Weile Thema sein. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren. Wir lassen uns mal überraschen, wie es in der Sache weitergeht. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zuletzt, meine letzte Meldung, die ich mitgebracht habe, den Rest macht dann der Jonathan, eine Meldung oder eine Presseerklärung, die die VE Sachsen gemeinsam mit dem BUND Sachsen abgegeben hat. Anlass war die Energieministerkonferenz, welche Ende März stattgefunden hat. Und unsere gemeinsame Presseerklärung wurde hier von diversen Medien aufgegriffen. Und so hat unter anderem die Zeit im Artikel vom 28. März 2023 getitelt Klimapolitik. Verbände fordern von Regierung mehr Tempo beim Klimaschutz. Wer es nachlesen mag, wir haben neben dieser Zeitungsmeldung, verlinke ich auch nochmal, die Presseerklärung, die wir da abgegeben haben. Und wir haben unter anderem Forderungen in die Presseerklärung auch reingenommen, die gegenüber der Staatsregierung draufgemacht wurden. Und eine davon ist, neben dem, was wir letztens schon relativ breit thematisiert haben, nämlich dass nun endlich die Kriterien für welche Windflächen im Wald nun eigentlich zugänglich sind für Windenergieausbau, dass die nun veröffentlicht werden. Das hatten wir ja letztens doch relativ breit mal thematisiert. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt um Ostern herum passiert, also vor oder nach Ostern dann endlich dieser Kriterienkatalog samt ja hoffentlich GIS-Daten, weil es das Ganze sicherlich einfacher macht, also Geodaten veröffentlicht wird. Wir werden dann auch darüber natürlich wieder berichten. Also das ist eine der Forderungen. Und die andere Forderung, die sozusagen auch ganz zentral ist aus unseren Augen, wer die sächsische Energie- und Klimapolitik kennt, weiß, dass im Jahr 2021, das sozusagen die zentrale Schaltstelle für Sachsen, beschlossen wurde, nämlich das Energie- und Klimaprogramm 2021. Und das Energie- und Klimaprogramm, um das mit Leben zu erfüllen, dafür ist vorgesehen ein sogenanntes Maßnahmenprogramm. Und es müsste eigentlich schon längst in der Welt sein und ist aber nach wie vor nicht veröffentlicht. Und es ist auch
nach unseren Kenntnissen nichts, was demnächst passiert. Also das wäre doch etwas, wo zeitnah hier doch das Maßnahmenpaket dann auch zu verabschieden ist, um die Steine, die nach wie vor im Weg liegen, was den Ausbau der Erneuerbaren in Sachsen anbelangt, aus dem Weg zu räumen. Und nicht nur aus dem Weg zu räumen, sondern natürlich auch alles Mögliche zu tun, um den Ausbau zu beschleunigen, dem Klimaschutz gerecht zu werden. Ja, soweit dazu. Zum Abschluss, wie immer so ein bisschen was zum Wohlfühlen oder ein bisschen Lichtblick. Ein Artikel aus der Taz, ein Interview mit einem Menschen aus Baden-Württemberg, Gerhard Kreuz heißt der. Der hat die verrückte, aber doch sehr lobenswerte Idee, eine Zell- und Modulfertigung in Deutschland groß zu ziehen, und zwar auch nicht zu klein, eine Fabrik für Solarmodule, die in Bürgerhand sein soll. Die Idee ist also folgende: Wenn eben die Energiegenossenschaften in Deutschland, da gibt es von mehreren hundert schon, also wenn irgendwie 93 finden würden und jeweils 2 Millionen aufbringen würden, was die klassische Größe eines Windrades ist, also was sie eh schon sozusagen gemacht haben in den meisten Fällen, dann entspricht es einem Eigenkapital von, ungefähr 600 Millionen. Und davon könnte man so im Wesentlichen schon die Grundsteine und das Wesentliche dieser Fabrik, dieser Modul, Solarmodulfabrik bauen. Er schätzt ungefähr 1 Milliarde wird es insgesamt kosten. Da kommen noch Fördergelder hinten ran und so weiter. Also das wäre im Endeffekt dann notwendig, um die Fertigung der Zellen und der Module zu machen, ohne die Vorstufen. Es sind mehrere Industriepartner, die sozusagen schon Erfahrung im Sektor haben, mit an Bord, die das Vorhaben unterstützen und mit Know-how eben füttern. Und ganz spannend, auch wenn es aus Baden-Württemberg stammt, alte Kohleregionen sind nämlich im Revier der Macher. Sie wollen also eine Kohleregion nutzen, um dort sich anzusiedeln und schon 2024 mit einem Spatenstich beginnen, um dann bis zu 15 Millionen Module im Jahr, ab dem Jahr drauf, herzustellen. Schon sehr lobenswert, schon sehr ambitioniert und Gerhard Kreuz klingt auch wirklich wie jemand, der, sagen wir zumindest, da irgendwie den Glauben hat, das zu schaffen. Und wer möchte, einfach mal reinschauen und sich vielleicht sogar auch engagieren dort, wer weiß. Einfach mal gucken und reinlesen. Sehr spannend. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch eine Seite dabei, so wie immer, eine Plattform, Seite, wie auch immer, die so ein bisschen tiefere Einblicke in die Energiewende bringt. Und da haben wir diesmal die Energiewende-Ampel vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mitgebracht. Was ist das genau? Das ist im Endeffekt eine Seite, die die Koalitionsziele den realen Ausbauzielen gegenüberstellt und das auch grafisch verdeutlicht. Jetzt schauen wir kurz rein, Andreas, vielleicht können wir kurz wechseln. Hier der Ampelmonitor Energiewende, so heißt er dann offiziell, ist im Endeffekt nichts weiter als eine Website, die erstmal erklärt, was sie genau macht. Da können wir runterscrollen ein bisschen. Und dann kommen wir zu einem ersten Teil, der recht spannend ist. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wir sehen hier die Quellen, das ist relativ ausführlich. Also es nutzt sehr viele verschiedene Quellen, nicht nur den Koalitionsvertrag, auch neue Gesetzesvorhaben, die jetzt eben die Ziele nochmal neu definieren und darüber hinaus eben die Datengrundlage zu realen Verbrauchsdaten und realen Ausbaustufen und Zahlen, die eben verfügbar sind. Und setzt das zusammen und macht daraus Grafiken. Und zwar zum einen auf einer, sagen, global galaktischen Ebene für Photovoltaik, Wind und so weiter und nach verschiedenen Sektoren aufgeteilt und zeigt jetzt eben relativ klar und deutlich zusammengefasst, wo stehen wir jetzt eigentlich? Stehen wir gut da? Stehen wir schlechter? Und wir sehen, wir stehen eigentlich bis auf bei Windkraft, wo es so im orange-gelben Bereich langsam geht und Photovoltaik eigentlich nicht so richtig sauber da. Da ist noch viel zu tun und das Ausbautempo stimmt auch nicht, ja. Wir können aber noch einen Schritt weitergehen, wenn wir noch ein ganzes Stück runtergehen jetzt hier und noch weiter scrollen, hinter dem Block weiter, dann sehen wir ganz konkret pro Sektor, pro verschiedene Erzeugungsart nochmal die aktuellen Ausbaupfade als gestrichelte Linie, aber auch in den Balken die aktuellen Daten und dahinter als graue Fläche die Legislaturperiode. Also sehen wir ganz genau, was im Endeffekt bisher innerhalb der Legislatur erreicht wurde und gefordert wurde und können genau nachverfolgen, wie es aussieht. Hier sieht es ganz gut aus. Wie gesagt, Photovoltaik, Windkraft an Land ist in Ordnung. Da sind wir auf einem vernünftigen Wege. Wenn man aber da runtergeht nochmal ein Stückchen, dann erkennt man die ersten Lücken. Zum Beispiel hier bei der Windkraft auf See. Das ist eine relative große Lücke zwischen den eigentlichen Zielen und dem, was bisher sozusagen erreicht ist. Also der Ausbaupfad wird hier nicht ganz verfolgt. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die E-Mobilität weiter unten. Das ist relativ erschreckend. Da sieht man dann relativ klar, dass es dann doch nicht so vorangeht, wie es eigentlich vorangehen
sollte. Das Schöne ist, man erkennt wirklich hier sozusagen nicht nur heute, sondern auch in einem Jahr zum Beispiel mit neuen Daten den aktuellen Stand und kann richtig nachverfolgen, wie sich es eben entwickelt hat. Das finde ich schon ganz praktisch und zeigt uns eben auch toll die, sozusagen, die Möglichkeit der oder die Willensbildung der Koalition und die realen Daten, die eben dahinter liegen, was eben passiert ist. Ja, vielen Dank, Jonathan, für den Hinweis auf die Seite. Ich kannte sie noch nicht. Sieht spannend aus, kann man gut ablesen, rein faktisch, ohne sozusagen herumgedeutelt, wie es ausschaut und was wir noch vor uns haben. Richtig, ganz genau. Danke dir. Genau, soweit von uns. Wer mag, wir sehen uns dann wieder, entweder zum Sächsischen Klimagespräch am 27. April. Etwa in der Drehe wird es wahrscheinlich auch das nächste Sachsen-Update von uns geben. Also auch da bitte reinschauen. Kanal abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Und wer will, ist herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Schreibt uns update@vee-sachsen.de oder ihr nutzt die Kommentarfunktion oder. Auch in den sozialen Medien sind wir vertreten, Facebook, Twitter und LinkedIn. Ja, das soll es für diesmal gewesen sein. Von deiner Seite noch was, Jonathan? Keine Fragen mehr. Dann wünsche ich dir schon mal und den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch, wer das Ganze als Podcast anhört, weil es ist beides möglich, ein frohes Osterfest. Frohe Ostern. Tschüss.